Hallo alle miteinander, ihr habt mir 1, 2, 3 Fragen gestellt und auf die möchte ich heute Abend antworten. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Schlaf tief. Das nur als kleiner Scherz. Man braucht ja ein bisschen Abwechslung bei so trockenen Themen. Also, bleibt dran. So, ich habe folgende Frage bekommen. Wie sieht es bei einem Showhypnotiseur steuerlich und finanziell aus? Ich würde gerne selbst als Showhypnotiseur arbeiten, also nebenbei. Keine großen Shows, sondern liebend gern auf Partys, Geburtstagen, Hochzeiten und so. Erfahrung habe ich mittlerweile eigentlich genug, sodass ich mich da auch wohl sehe. Und ich frage mich jetzt, wie das mit Rechnungen und so ist. Zahlt man Umsatzsteuer, Anmeldung eines Kleingewerbes? Ich weiß, das ist sehr speziell, aber die Reihe heißt ja Frag einen Showhypnotiseur. So ist es, so heißt die Reihe und deshalb möchte ich dir diese Frage auch sehr gerne beantworten. Wenn du eine Leistung anbietest, musst du Steuern zahlen. Das ist so. Also auch ich führe Umsatzsteuer ab auf meine Dienstleistung. Als Künstler zahlt man 7%. Man sollte das trotzdem vorher mit dem eigentlichen Finanzamt rückversichern. Denn das kann böse Überraschungen geben. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ben und ich haben dazu mal einen längeren Rechtsstreit gehabt, ob man 7% Mehrwertsteuer oder 19% zahlen muss. Aber es ist so, man muss Mehrwertsteuer nur abführen, wenn man über einen bestimmten Satz kommt. Ich bin jetzt kein Steuerexperte, aber ich glaube, das sind 19.500 Euro im Jahr. Alles, was da drunter ist, gilt als Kleinstgewerbe. Beim Kleinstgewerbe muss ich keine Umsatzsteuer abführen, kann aber auch keine Umsatzsteuer zurückerstattet kriegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kamera für meine Showproduktion kaufe, dann kriege ich die 19% Mehrwertsteuer wieder, wenn ich Umsatzsteuer zahle. Zahle ich die nicht, kriege ich die natürlich logischerweise nicht wieder. Da muss jeder wissen, was für einen am besten ist. Aber wenn du gerade anfangen willst, wirst du wahrscheinlich nicht in den ersten 3 Jahren über 19.500 Euro kommen. Insofern melde einfach ein Kleingewerbe an und frag im Notfall sonst einfach beim Finanzamt nach. Die geben da Auskunft, das ist überhaupt kein Problem. Es sind ja auch nur Menschen. Und genau, so habe ich es damals gemacht. Ich hatte erst das Kleingewerbe und als ich dann über 19.500 Euro gekommen bin, ist es zum Einzelgewerbe, Einzelunternehmen geworden, mit dem ich Mehrwertsteuer abführe, beziehungsweise umsatzsteuerpflichtig bin. Wichtiger Hinweis, Künstler zahlen, also in dem Fall Showhypnotiseure zahlen keine Gewerbesteuer, weil eine künstlerische Tätigkeit fällt unter die freien Berufe. Das heißt, wir sind nicht gewerbesteuerpflichtig. Wenn jemand von euch anfangen sollte, Merchandise-Artikel zu verkaufen, das ist ein Produkt, das wäre wiederum gewerbesteuerpflichtig. Ja, es ist komplex, aber so schwer ist es eigentlich gar nicht. Wie gesagt, Kleingewerbe kann ich nur empfehlen, damit kann man entspannt starten. Ja. So, alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe das jetzt gerade noch aus meinem Hinterstübchen zurechtgekramt, aber ich glaube, die magische Zahl sind die 19.500. Ansonsten einfach googeln, da findet man das ganz schnell raus. Und ich hoffe, ich konnte dir diese Frage beantworten und damit weiterhelfen. Und wenn du dann mal deine ersten Shows gespielt hast, gerne mal Videos vorbeischicken. Wir gucken uns das sehr, sehr gerne an. Also, in dem Sinne, bleibt dran alle. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.